So sieht die Mahlzeit dann am Ende aus. Ich werde wahrscheinlich nicht alles essen. Oder beziehungsweise jetzt noch nicht alles essen, weil es ist schon 18 Uhr, 8:14 Uhr. Genau. Und um 9 Uhr gehe ich ja los zum Training und da möchte ich natürlich meinen Magen nicht viel zu voll hauen. Und ja, deswegen esse ich das dann nach dem Training. Und ich denke, heute ist 5x5 mit 140 Kilo Kniebeugen. Das werde ich auch noch filmen und euch dann zeigen. Und dann würde ich sagen, bis später. So, es ist kurz vor 9. Ich werde gleich abgeholt. Zeit für mein Pre-Workout. Mischung aus Redline, White Heat und meinem täglichen Kreatin. Das mische ich nicht unbedingt immer zusammen. Manchmal nehme ich das auch irgendwie. Mein Kreatin war anders, aber es hat gerade zeitlich ja gepasst. Also ist das beide zusammen da drin. Und damit spüle ich meine Vitamine runter. Scheiß Spüle, ey. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ich mache das hier schon zum dritten Mal, aber dauernd kommt ihr dazwischen. Naja, ich denke mal, wir sehen uns dann im Training. Ich zeige euch dann auch noch die anderen Mahlzeiten. Und dann seht ihr mal so, was ich esse, was meine Makros sind und so weiter. Vielleicht, was ich fühle und denke über den Tag und so weiter, ne? Bis später. So, guten Tag, Leute. Training ist vorbei. Diesmal ein bisschen länger als geplant. Ist jetzt schon, wie viel? Oh, 13:30 Uhr. Also etwa eine Stunde länger. Wir haben wieder viel gequatscht. Wir haben, heute war ja 144 Kilo, nee, 140 Kilo für 5 Wiederholungen dran, für 5 bis 7 Sätze. Also es waren 80% vom One Rep Max, ich habe ja 175 als Rechengewicht jetzt genommen und ich bin sehr zufrieden. Das ging sehr easy, auch 7 Sätze durchgezogen und ja auch nicht sehr wackelig. Ja, zum Schluss ab und zu war ganz leicht ein bisschen langsamer geworden, aber im Großen und Ganzen ging das alles auch sehr easy nach oben. Da bin ich richtig froh, dass Squatten wie bei mir so ordentlich läuft und ja. Nico, die kleine Pussy, hat nur 5 Sätze gemacht. Das muss ich hier nochmal loswerden. Und ich habe mir gedacht. Fuck you. Haha. Gibt jetzt schön Post-Workout-Essen und so. Obstsalat. Und Whey und so. Voll Anabol und so. Ja, oder nicht ganz. Auf jeden Fall. Kann ich euch ja schon mal sagen, ich habe eine Zeit lang Haferflocken gegessen, wieder angefangen und habe gemerkt, okay, das bekommt mir nicht so gut. Also Carbs kommen jetzt durch Obst rein und ja, Protein durch Whey. Muss nicht zwangsläufig sein, aber ist halt gerade praktisch, ne? Und ja, das war es dann erstmal. Bis gleich. So, guten Tag, wieder zu Hause. Fokus. Wieder zu Hause. Und ja, ich habe dann natürlich noch die zweite Hälfte von meinem Frühstück gegessen. Das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt. Das glaube ich auch, habt ihr ja schon gesehen. Und die Makros habe ich ja schon gezeigt. Und jetzt esse ich ja, 1 Kilo Brokkoli und ein Proteinshake. Eigentlich sollte dazu ein bisschen Fleisch, aber sagen wir so, ich musste das ein bisschen reduzieren, als ich meinen Plan so zusammengestellt habe, dass das eigentlich nur 250 Gramm Fleisch wären. Und dann habe ich mich spontan entschieden, ach Gott, 250 Gramm Fleisch, das lohnt sich nicht, das zu machen, also trinke ich einfach noch einen Proteinshake dazu.
Ist eh viel einfacher, mach weniger dreckig und was weiß ich. Und naja, gut. Dann bis zur nächsten Mahlzeit, ne? Wieso? Es ist jetzt 7 Uhr. Ich esse dann noch einmal Tomate Mozzarella. Und später, weiß nicht, gegen 22 Uhr trinke ich nochmal 50 Gramm Whey. Aber ich glaube, das zeige ich euch nicht mehr. Ich mache hier schon mal Zusammenfassung. Also, heute mit meinen gesamten Makros komme ich auf 3085 Kalorien. Na, wo ist schön. Auf 190 Gramm Kohlenhydrate, 87 Gramm Fett und 362 Gramm Protein. Ja, das war es mal. Ich denke mal, ciao. Hoffe, hat euch gefallen. Like gerne und bis zum nächsten Video.